Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel The Legend of Neverland. Viel Spaß! Okay. Ich konnte mich mit Facebook irgendwie nicht anmelden, weil ich weiß, ich hatte das über Facebook abgespeichert, aber irgendwie geht das gerade nicht. Deswegen muss ich jetzt eigentlich einen neuen Charakter erstellen. Aber das Ganze werden wir mal ein bisschen beschleunigen und nehmen einfach mal hier Handwerker und wie ging das weiter hier? Handwerker. Bist du sicher, dass du ihn erstellst? Ne? Wie ging das weiter? Ich hab's vergessen. Ach so. Handwerker, Waffenmeister. Ich bin Mechaniker. Gut. Und jetzt? Ich spiele weiblichen Charakter, okay. Ich bin total verwirrt. Ich hab vergessen, wie es ging. Bestätigen? Nee, das war wieder zurück. Genau. Hilfe! So, ich wollte Handwerker spielen und Mechaniker. Oder sind die Server alle down? Ah, ich kann keinen Handwerker spielen. Erst wenn ich Klasse 58 bin. Ich verstehe. Heiler, Richter, Scharfschütze. Ich glaube, ich hatte letztes Mal den Wildjäger genommen. Berserker, Gladiator. Dann nehme ich jetzt mal den Richter. Richter auch noch nicht gesehen als Klasse bei Spielen. Bestätigen. Bestätigen. Überspringen wir das Ganze. Zack. Das kennen wir ja eigentlich schon. Naja, ihr glaube ich nicht, weil ich habe glaube ich damals direkt dann hier so irgendwo angefangen. So, bestätigen. Dann werden wir jetzt einmal schnell die 10 Minuten durchrocken. Kann man das Spiel in 10 Minuten durchspielen? Ich denke nicht. Okay, let's go. Überspringen. Und welches Level bin ich schon? Immer noch Level 1. Überspringen. Level 2. Ein sehr schönes Spiel. Auf jeden Fall. Nur ich habe immer so viele Spiele am Start, da weiß ich nicht, welche ich spielen soll. Also für ein MOBA-Spiel ist das wirklich gut gemacht worden. Jetzt ist noch mit Sprache. Ich glaube, später ist die Sprache dann nicht mehr da. Oder ist es irgendwie nur bei der Hauptquest? Kann auch sein. Überspringen. Da soll ich raufgehen. Fähigkeiten. Ein Talent habe ich schon. Muss ein bisschen schneller machen, weil ich muss auch gleich noch arbeiten. Auf dem Rückweg einen kleinen Autounfall gehabt. Alles gut verlaufen beim Arbeitsunfall, beim Autounfall. Nichts passiert, Gott sei Dank.
So, müssen wir hier abfeuern. Und das als Richter. Böser Richter. Ab wann ist Auto freigeschaltet? Schön ist auch hier links unten mit der Karte. Hier. Gut. Wasser. Man guckt da ja unterm Rock. Steh auf. Genau. Perfekt. Level 10 schon. Will ich noch Level 20 schaffen? Plupp. Wow. Ich glaube, wo ich das erstmal gespielt habe, war es ziemlich laggy gewesen, das Spiel. Entweder lag es an meinem Internet zu dem Zeitpunkt oder... Es waren halt so viele Leute online. Kann auch sein. Okay, ich muss selber laufen. Springen. An den kann ich mich auch noch erinnern. Haha. Fertig. Zack, zack. Zap, zap, und weg ist er. Schade, dass ich meinen anderen Account nicht spielen konnte. Das habe ich aber auch schon öfters gehabt. Was bei Facebook angemeldet und dann ging es irgendwie nicht. Naja, was soll's. Okay.
Farbe kann ich ändern. Der hier sieht ja doof aus, oder? Würde ich über den hier nehmen. Ah, warte mal, oder ist das hier die Farbe von denen? Ah. Okay, da will ich aber dann eigentlich... Sieht irgendwie cool aus. Und das sind die Füße also. Ach, egal. Einfordern. Einfordern. Es gibt auch manche Spiele, die werden erst gespeichert, wenn man ein bestimmtes Level überschritten hat. Vielleicht war es ja damals auch bei mir der Fall gewesen. Da könnte ich mich doch trotzdem mit Facebook anmelden, oder nicht? Ich weiß es nicht. Warum ist das manchmal bei Spielen? Ich spiele ein Spiel, melde es über Facebook an. Dann geht es. Auf einmal spiele ich das Spiel wieder. Und ich kann mich nicht mehr über Facebook anmelden. Und noch nicht mal anmelden. Also auch keinen neuen Charakter draufsetzen. Das ist manchmal komisch. Aber egal. Davon wird die Welt ja nicht untergehen. Jetzt habe ich gar nicht auf der Zeit geschaut, wie lange ich schon spiele. Ich sage einfach, ich spiele bis Level 20. Hoffe ich. Schreit aber ein bisschen länger, slower noch. Einmal heilen. Zack. Alle down. Ah, okay, da muss ich mit dem weiter schießen. Wie gesagt, schon lange nicht mehr gespielt. Und down ist er. Komm her. Jawoll. Habe ich den da weggerankt. Naja, ist ganz am Anfang, ne? Was soll ja schon Großartiges passieren? Ich glaube, da kann man die Gegner auch mit geschlossenen Augen besiegen. Einfach nur so dann drücken. Bestätigen. So. Level 14 bin ich. Level 2. Umfrage. Och nee. Jetzt geht das sowieso aus, oder? Nee. Gut. Weiter geht's.
Schaffe ich Level 20 noch? Level 15? Ersetze. Okay. Darauf. Okay. Darauf. Okay. Darauf. Freischalten. Okay. Jetzt ausrüsten. Okay. Da ist noch etwas. Kostenlos abholen. Okay. Frage, warum wollen wir nicht drücken? Und Level 20. Komm schon. Schneller, schneller. Ich habe keine Zeit, ich muss gleich arbeiten. Hat heute alles ein bisschen länger gedauert. Überspringen. Ersetzen. Habe ich denn hier freischalten, ausrüsten, okay, sprich mit Miro, let's go Miro, finde Nahrung für Miro. Was ist er denn? Sprich mit Miro. Mit Futter bestechlich. Ich bin schon 18. Level 18. Stetige. Fütter. Perfekt. Einfordern, 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 einfordern. Und gleich bin ich Level 20. Es geht aber schnell. Waren das 10 Minuten? Ich weiß es nicht. Herausforderung. Das ist nice. Eine Herausforderung. Auto da. Jetzt gibt es den Autobahn. Also das heißt, jetzt brauche ich nicht mehr selber lenken, nicht mehr selber kämpfen. Es ist alles automatisch jetzt. Supi. Jetzt muss ich Level 25 erreichen, steht da. Werde ich vielleicht irgendwann mal, aber nicht heute.
Denn ich werde jetzt, das ist glaube ich Level 20, weil ich die Quest abgeben werde. Und zurück einfordern. Einfordern. Noch keine Level 20. Kommt gleich, kommt gleich. Level 20. Schau nochmal das letzte Paket hier an, was ich gewonnen habe. Automatik. Einfordern. Frage. Nein. Hier nochmal schnell. Die Blumenfee. So, das war's. Da will ich mich mal auslocken, mein Ticket abholen und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nicht dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.